Servus, willkommen zurück zu Deadly Shadows. So, nachdem wir im letzten Part dieses tolle Horn gefunden haben, werden wir hier mal weiter nach dem toten Typen suchen, den wir hoffentlich bald mal finden werden. Das sind es hier Fenster, natürlich, und da ist natürlich auch noch was drin. Das ist gut, das ist gut. So, dann gucken wir mal weiter. Was haben wir denn hier? Okay, wir sind auf jeden Fall auf der richtigen Spur. Ich habe nur keinen Schimmer, wo wir sind. Was spricht die Karte? Wo könnten wir denn sein? Ich würde mal sagen, wir waren hier. Oder wir waren in der Arena oder im Theater. Ich habe keinen Schimmer. Also ich muss momentan echt sagen, das ist eins der schwersten. Teile, wo wir momentan waren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier nichts kommt. Lass mal die Fackel ausmachen. Hab ich's doch gewusst. Hier kommt noch irgendwas. Oder hier ist irgendwas. Sagen wir es eher so. Na, das ist schon wieder so eine Ratte. Und da hinten geht's weiter, okay. Hier lang sollen wir. Wir gucken erstmal hier. Ist hier noch was? Natürlich. Immer da verstecken, wo sie mal es am wenigsten erwartet. Aber was soll das hier darstellen? Ich weiß es nicht. Ich würde jetzt sagen Brutkammer, aber das würde irgendwie keinen Sinn ergeben. Ja, ja. Alles, was du meinst und sagst und tust. So, dann würde ich mal sagen, wir verstecken uns hier hinter dem... hinter der Tür, warten, bis er rankommt. Und dann werden wir dem mal eiskalt von hinten eine runterhauen. Ja, ja. Wie ein Rosenbad heißt, der Geruch des Todes und des Lebens. Komm lieber mal ran hier. Wir haben nicht ewig Zeit. Komisches Rattending. Habe ich dich doch erwischt. Genug palabert, Junge. Genug palabert. So, da unten haben wir noch was gehabt. Da hat doch was gefunkelt, genau hier. Und da haben wir noch einen Kelch. Hätten wir da auch durch können? Och, komm. Ich mache natürlich hier voll auf. Ah, okay. Da würden wir in den anderen Bereich kommen. Jetzt wissen wir schon mal, wo wir sind. Wir sind hier unten. Das heißt, das müsste... Ist das dann das Theater oder ist das die Arena? Arena. Ich habe keinen Schimmer. Aber da ist ein Zettel. Nachricht an den Schamanen Kornstrauch. Schamane, wir brauchen seine Hilfe bei der Suche nach unserem Horn. Wir haben es in der Nähe des Kurschoks Bruchstärke verloren. Es ist ein Elfenbeinhorn mit Rubinen, mit roten Rubinen. Rot wie das Blut unserer Feinde. Vielleicht können Kräuter oder magische Formeln helfen, es zu finden. Bitte helf er uns. Beiden Ried. Ah, toll. Das... Okay. Die wollen anscheinend auch die Krone haben. Es wird ja langsam richtig interessant hier. Mit Lügen und Intrigen. Oh, da gibt's richtig was abzustauben. Ah, die lassen wir mal offen. So, wen haben wir denn hier oben alles? So ein Typ und eine Tusse. Ich weiß noch nicht, wer Agro ist. These hopes I see a city hid tonight. I bees want to feeders
Ich weiß nicht, das sollten doch unsere sein. Nein. Das sind nicht welche von uns. Niemals. Und rein da. Wer macht hier so einen Krach? Der steht halt vor ihr und ist tot, aber wer macht hier so einen Krach? Nö, nö. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich in kein Licht reinrenne. Weil sonst bin ich richtig gelackmeiert, echt. Naja, versteckt sich, er macht Krach und bald ist er tot. Das glaube ich nicht, junges Fräulein. Kriegst gleich zweideutig meine Keule rein. Jo, klar. So. Einmal so ran, einmal hier hin und einmal drauf. Vereinung. Das hört sich krank an. Aber wo sind wir hier? Die hätten wir gar nicht umhauen müssen. Wollt ihr mich verkackeiern? Wo bin ich hier überhaupt? Da ist schon wieder ein Zettel und da ist schon wieder ein Zettel. Und hier waren wir doch, oder? Klar waren wir hier. Aber wo ist die Arena? Da ist ein Zettel, den hatten wir. Mächtiger Schamane. Diamantlichter mitnehmen, in der Nähe leuchten Kristalle. Hier in den Stützpunkten war meist im Kurstock-Theater. Wir glaubten, diese Menschennahen teilen unser Interesse. Sie lieben funkelnde Steine und sie sehen über dies nicht allzu schwer aus. Okay. Okay, das Genoss sollten diese Diamantlichter mitnehmen. In der Nähe der leuchtenden Kristalle, hier in unserem Stützpunkt, war einst ein Kurschock. What kind of thief would I be if I didn't investigate this room with diamond lights? Ah, da stimme ich dir zu, Garrett. Was wären wir für ein Dieb, wenn wir nicht in einen Raum gehen mit Diamanten? Aber was wären wir auch für ein Dieb, wenn wir diese Kiste nicht aufmachen würden, Und wem aufgefallen ist, dass ich gerade irgendwie in einer indirekten Art und Weise mit mir in der dritten Person geredet habe, kann sich jetzt ein Loch in den Bauch freuen. Pfeile. Ich hab Pfeile und einen Heiltrank. Ist zwar nicht das Coolste, aber immerhin. Boah, das hätte ich dem Spiel jetzt so zugetraut, dass da unten was drin liegt. Da hinten. Aber hier haben wir ansonsten nichts mehr, oder? Nö. Aber das ist gut, im Theater ist zumindest was Diamanten besetzt. Das würde bedeuten, dass wir hier, glaube ich, fertig sind. Aber das sieht immer noch aus wie so ein Sarg und ich würde das gerne aufschieben und gucken, was drin ist. Und dann springt mich wahrscheinlich ein Zombie an und dann ticke ich total aus. Weil ich das nicht pack. Was bringt uns das? Nicht. Garrett, der Raumausstatter. Zu ihren Diensten. Ich kann es halt nicht mehr kaputt machen. Egal, dann gehen wir mal weiter. Wo kommen wir denn hier rein? Herz der Zitadelle betreten. Ja. Aber die Typen sind immer noch besser als Zombies. Eindeutig. Gibt nichts Schlimmeres als... Haben Sie keine Lärmpfeile mehr? Kein Problem. Der Tipp war wichtig, aber ich habe ihn nicht mitbekommen. So. Jetzt passen wir aber auf. Wir sind hier. Da vorne ist dann das Badehaus. Bibliothek, Bibliothek. In den Bibliotheken sollte normal auch immer was sein. Vielleicht kriegen wir da ein Bild, das wir abstauben können. Zwei für den einen, keine Sorge, er war krank im Kopf, glaube an Oberwelt.
do for brain fever you suffer from, just like him? Well, he is gone somewhere. Why not outside world? World is there. Not believe. This is world. Wishes make head sick. I talk no more. Die haben gerade über unseren Freund gesprochen, gehe ich mal davon aus, den wir da auf der Oberwelt befreit haben, und die haben sich darüber gestritten, ob die Oberwelt jetzt gibt oder nicht. Viel zu geil. Aber da hinten kauert auch noch einer rum. Das ist nur die Frage, wo ist der andere hingegangen? Steht der auch da? Ach, der geht da hinten rum. Okay. Das heißt, wir sollten erstmal den oberen ausschalten. Das heißt, wir müssten erstmal hier die Fackel löschen. So. Zähle die Dunkelheit. Ja, ja. Wir müssten erstmal den oberen ausschalten, dann könnten wir den unteren auch noch ausschalten. Geh an mir vorbei, geh an mir vorbei. Ah, ich zähle das, haha. Ich schneide dich. So, dann einmal hier lang. Wenigstens sind die nicht so schnell wie die anderen. Die machen nur einen erheblichen Lärm. Aber denen geht auch nicht die Puste aus, gehe ich davon aus. Vielleicht rennt er ja vorbei. Aber ich bezweifle es. Oder doch? Er ist vorbeigerannt. Oh, hoffentlich haben sie abgeschüttelt. Der rennt auch noch vorbei. Boah, lass mich bloß in Ruhe. Okay. Beide vorbeigerannt, das ist schon mal gut. Bitte geh in meine Richtung. So, dann haben wir schon mal einen. Brauchen wir nur noch den anderen. Der hier hinten rumgeistert. So, den werden wir noch mit dem Pfeil ausschalten. Ah, 21 haben wir. Ich hoffe mal, es wird funktionieren. Oder? Sollen wir auf Full Risky gehen? Und den so mit der Keule ausschalten. Ja, wir machen mal voll auf riskant und schalten den mit der Keule aus. Müssen wir nur ein bisschen schleichen und dann hinter dem hoch und dann können wir dem eine reinhauen. Das heißt, wir müssen nur ein bisschen Weg abschneiden. Beziehungsweise unseren Weg verkürzen, damit die Patrouille, die er da geht, länger ist als unser normaler Weg. So ungefähr. Zählst du etwas oder nicht? Ich zähle nichts, außer diesen Kelch. Und wir haben schon 40%. Und hier ist doch noch ein Wasserpfeil, den habe ich gesehen. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, ich habe ihn gesehen. Ich war dabei. Ach, das war eine Katze. Eine Katzenstatue. Was? Agro-Typ? Okay, gegen irgendwas kämpfen die gerade. Ah, okay. Finde ich irgendwie cool, dass sie sich gegenseitig abmetzeln. Aber ich glaube, da hinten haben wir schon unseren gesuchten Typen gefunden. Okay, da unten ist noch ein bisschen Agro. Ich möchte nicht zu weit ins Licht. Oh, das sind sogar zwei.
Okay, dann gucken wir beim nächsten Part mal rein zu dem anderen. Ja, dann gucken wir beim nächsten Part zu den Typen da unten. Vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.